So, wir kommen dann jetzt zum letzten Teil der heutigen Veranstaltung. Und schön, dass Sie noch da sind. Wir freuen uns. Es war ein langer Tag, aber auch inhaltsvoller Tag. Insofern wollen wir nochmal im abschließenden Podium eine Reihe der Fragen, die auch angerissen worden sind, vom Eingangsvortrag bis zu den Diskussionen in den Workshops auch dann versuchen, hier einen Bogen zu schlagen. Ich möchte, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich ganz kurz das Podium vorstellen. Für diejenigen, nochmal ganz kurz ein technischer Hinweis, für diejenigen, die Kopfhörer brauchen, weil wir nicht laut genug sind. Vorhin in den Workshops wurde es mehrmals gesagt, dass unsere Mikrofone nicht laut genug sind. Wir haben Kopfhörer vorbereitet. Deswegen nehmen Sie von dem Kopfhörer. Wenn wir zu schnell reden, bitte sagen Sie uns, dass wir langsamer reden sollen. Wir haben vorhin in dem Workshop einfach auch in diesem kooperativen Geist das hinbekommen. Es kann sein, dass der eine oder andere hier schnell redet, deswegen einfach nur kurz darauf hinweisen. Und an das Podium das Appell, langsamer zu reden, weil alles gedolmetscht wird. So. Ich möchte ganz kurz das Podium vorstellen. Ich fange mal hier außen an. Rechts außen, links außen ist immer problematisch, deswegen ich sage einfach mit der Hand. Das ist Dr. Naika Forutan. Naika Forutan ist Wissenschaftlerin und Aktivistin. Aktivistin deswegen, weil Deutsch Plus, die Initiative Deutsch Plus für eine plurale Gesellschaft auch eine Kooperationspartnerin ist dieser Tagung. Und Naika ist eine der Sprecherinnen der Initiative. Sie ist Wissenschaftlerin an der HU Berlin und leitet dort das Forschungsprojekt Hybride europäisch-muslimische Identitätsmodelle, kurz Heimat, ist ein Forschungsprojekt unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Herzlich willkommen, Naika. Ich stelle mal ganz kurz, Christina Ramp sitzt gleich neben mir. Christina Ramp ist Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. Christina Ramp war vorher Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestagsbüro von Ilse Aigner und davor Pressesprecherin der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ich mache das kurz, weil all die Biografien sowieso in der Mappe sind. So. Herzlich willkommen, Frau Ramp. In der Biografienliste, auch im Programm, ist Frank Psirske vorgesehen. Frank Psirske wurde gestern krank. Deswegen ist Wolfgang Ühlenberg kurzfristig eingesprungen, hat sogar seine Reisenroute in Richtung Berlin gedreht und statt in den Süden nach München ist er kurzfristig nach Berlin gekommen, worüber wir uns sehr freuen und auch dankbar sind. Wolfgang Ühlenberg ist Bereichsleiter Politik und Planung im Verdi. Er ist auch Mitglied des Bundesvorstandes seit 2008. Seit 2001 ist er auch DGB-Vorsitzender in Köln und zuvor bitte, gewesen und zuvor Abteilungsleiter Grundsatz im DGB-Bundesvorstand und Mitglied des Vorstandes der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Ühlenberg. Peter Siller, mein Kollege und auch Leiter der politischen Bildung Inland in der Heinrich-Böll-Stiftung. Peter Siller ist in vielfältiger Weise mit diesem Thema verbunden. Er war, beziehungsweise, ich glaube, die Kommission hat ihre Arbeit abgeschlossen, aber mit Cem Özdemir zusammen hat er die Kommission Wege aus der auseinanderfallenden Gesellschaft geleitet für die Grünen und war auch Leiter der Grundsatzkommission, die sich um die Fragen der Teilhabepolitik beschäftigt hat, die auch wirklich das Fundament für die grüne Sozialpolitik gelegt hat, die vielfach diskutiert wurde. Er war
im Planungsstab des Auswärtigen Amtes zu Zeiten von Rot-Grün, als Joschka Fischer Minister war. Und bevor er jetzt wieder zur Böll-Stiftung gekommen ist, war er an der Goethe-Universität in Frankfurt dort zuständig für den Exzellenzcluster, die Herausbildung normative Ordnung. Herzlich willkommen, Peter. So, wir haben heute von Anfang an auch entlang der Diskussion diskutiert, inwiefern Inklusion oder Inklusionspolitik etwas sein kann, was uns aus dieser Situation auseinanderfallende Gesellschaft, das ist so ein Stichwort, den wir auch im Programm geschrieben haben, helfen kann. Heinz Buder hat in seinem Eingangsstatement gesagt, wir müssen hin zu einer solidarischen Gesellschaft. Ist das ein Weg, der uns nochmal auf die Grundwerte einer solidarischen Gesellschaft besinnen lässt? Ist da was Neues? Müssen wir wieder etwas lernen, was wir verlernt haben? Was ist das etwas, wozu Sie auch neigen würden, Herr Uhlenberg? Oder müssen wir neue Beteiligungssysteme auch vor dem Hintergrund einer sich stark diversifizierenden Gesellschaft, pluralistischen Gesellschaft, die auch nochmal andere Möglichkeiten der Beteiligung erfordert? Was ist die Position der Gewerkschaften? Ja, Solidarität beruht ja auf der Fähigkeit, Anteil zu nehmen am Schicksal anderer. Und ich habe mit großem Interesse gelesen, was Sie, Frau Forutan, geschrieben haben über Sarrazin und auch was sonst geschrieben wird. Und wir erleben hier in dieser Gesellschaft eine Vernebelung der Gehirne und eine Umwertung von Werten, die mir große Angst macht. Dass Menschen, die an den Rand gedrängt werden oder dass Menschen, die ihre Individualität leben mit ihren Werten, dass die auf einmal in den Verdacht geraten, sie würden Deutschland abschaffen. In unserer Gesellschaft lässt die Fähigkeit nach, überhaupt Armut, Ausgrenzung zu erkennen. Die Gesellschaft schließt sich voneinander ab. Und eine Übersteigerung von Konkurrenzdenken und Individualismus nimmt in einer erschreckenden Weise zu. Und wenn wir sehen, wie jetzt im Rahmen der Eurokrise über südeuropäische Länder geredet wird, dann kann man sagen, diese Gesellschaft spaltet sich nicht nur sozial, sondern diese Gesellschaft verliert wirklich auch ihren Wertzusammenhalt. Insofern hat mir der Ansatz von Heinz Bude heute gut gefallen, über Solidarität noch einmal neu nachzudenken. Aber natürlich ist Solidarität nicht voraussetzungslos. Ich will einmal sagen, dass auch sehr konkret sagen, wir müssen, und das scheint Solidarität zu widersprechen, die Autonomie der Menschen, der Individuen stärken. Ich war heute in der Arbeitsgruppe Soziale Netzwerke in der Stadt stärken und Frau Klotz hat vorgestellt, dass es in Tempelhof-Schöneberg 126.000 Aufstocker gibt, davon 56.000 Menschen, die voll arbeiten. Und deswegen heißt für mich Stärkung der Autonomie zuerst mal den Menschen die Angst davor zu nehmen, dass sie arbeiten und dort dennoch arm sind. Und das ist überraschungsfrei, weil ich ja auch Herrn Sörske vertrete, aber sehr davon überzeugt bin, ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn. Und Mindestlöhne und auch Entgelte, auch für Selbstständige füge ich hinzu, wo Menschen überhaupt erstmal eine Basis finden und wo Menschen auch, und das will ich auch hinzufügen, auch eventuell im Unterschied zu Heinz Bude, wo Menschen sichere Arbeit haben. Denn die wachsende Prekarisierung von Arbeit, die mittlerweile 48% aller Erwerbstätigen betrifft, vor allen Dingen Frauen und Migrantinnen und Migranten, macht den Menschen natürlich Angst. Und diese Angst und diese prekäre Lebenslage kann natürlich auch dazu führen, dass aus Existenzangst Angst vor anderen wird. Das ist nicht automatisch gedacht, das ist eine kulturelle Frage. Aber ich glaube, die soziale Stärkung von Individuen ermöglicht es auch, ich sag mal, dass sie sich solidarischer fühlen und dass sie auch sicherer sind. Also ich sage Solidarität ja,
aber Solidarität auch auf einer gesicherten sozialen Basis. Und der zweite Punkt ist, das habe ich ja heute schon eingewandt in der Diskussion, die Frage der Gleichheit. Und damit meine ich erstmal, dass wir uns alle als Gleiche anerkennen. Rassismus beruht immer auf der Ideologie von der natürlichen Ungleichheit des Menschen. Und unabhängig davon, wie wir sind und welche Orientierung wir haben und wo wir herkommen, sind wir erstmal alle gleich. Das hat mit Gleichmacherei überhaupt nichts zu tun. Das hat mit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein Bestandteil von der Individualität. Es hängt mit Freiheit, mit Selbstbestimmung zusammen. Und auf der Basis von Freiheit und Gleichheit kann eine solidarische Gesellschaft wachsen, auch als Ziel und Versprechen gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dazu gibt es ein paar Voraussetzungen, da will ich aber nachher etwas sagen. Also insofern ist Solidarität nicht nur eine Handlung oder eine Haltung, sondern sie ist notwendig, damit uns diese Gesellschaft nicht um die Ohren fliegt und nicht in Zeiten zurückfällt, die wir uns alle nicht wünschen können. Frau Ramp, regelt der Markt alles oder inwiefern sehen Sie auch die Wirtschaft in Verantwortung, an dieser gesellschaftlichen Druck mitzugestalten? Ich weiß, dass die BDA auch eine Reihe von Projekten macht, zur Qualifizierung im Bereich Integration etc. Aber gleichzeitig gibt es auch oft das Problem, dass die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die viele Teilzeitbeschäftigung etc. Es gibt eine Reihe von Problemen, die die Wirtschaft auch direkt betreffen. Ist das überhaupt ein Thema? Haben Sie das auf dem Schirm? Inwiefern die Gesellschaft auch unter Druck steht und was kann die Wirtschaft bewegen? Also auf dem Schirm haben wir das immer schon deswegen, weil wir unseren Sozialpartner haben, der uns daran immer erinnert. Also der Markt regelt nicht alles. Deswegen haben wir ja auch in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft, bei der auf der anderen Seite eben auch die Solidarität, die heute angesprochen wird, eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Für Unternehmen, ich denke, das wurde heute auch bei der Charta der Vielfalt, die ja hier auch in einem der Workshops Gegenstand war, deutlich, ist Verantwortung ein ganz wesentlicher Teil auch. Aber natürlich existieren Unternehmen nicht alleine sozusagen als Wohlfahrtsorganisation. Das heißt, ein Unternehmen muss auch Gewinne machen, um überleben zu können und ist aber andererseits sehr auch auf sehr, sehr gute Mitarbeiter angewiesen und insofern auf eine Mitarbeiterbindung, die ein prekäres Arbeiten im Unternehmen dauerhaft gar nicht möglich macht. Was die Diskussion jetzt mal weg vom Unternehmen zum Thema flexible Beschäftigungsverhältnisse anbelangt, würde ich mir wünschen, dass man hier ein bisschen wegkommt von der doch sehr pauschalen Diskussion, es sei alles, es würde alles mehr prekarisiert und die Prekarisierung schreite voran. Es gab durchaus große Fortschritte in der Vergangenheit und ich glaube, man muss das sehr differenziert betrachten. Also Sie haben jetzt gerade Teilzeit angesprochen, die vielfach als prekäre Arbeitsverhältnisse bezeichnet wird. Da muss man nur dazu sagen, dass nach Studien 80% aller Teilzeitbeschäftigten das überwiegend aus privaten Gründen machen. Also man könnte sagen freiwillig. Das ist jetzt eine Frage, wie man Vereinbarkeit Familie und Beruf wiederum sieht. Auch als atypisch oder prekär bezeichnet wird häufig Zeitarbeit, wo man auch sagen muss, das ist ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, bei dem viele Menschen eine gute Chance haben, überhaupt wieder in Beschäftigung zu kommen. Wenn wir die Sockelarbeitslosigkeit und die Entwicklung in den letzten Jahren betrachten, gab es hier eine enorme positive Entwicklung. Das heißt, wir haben seit 2005 erstmalig in der bundesrepublikanischen Geschichte die Sockelarbeitslosigkeit senken können. Und das ist eine Entwicklung, die eher gerade nicht dafür spricht, dass wir immer mehr auseinandergehen, sondern dass Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Was natürlich auch, und das will ich vielleicht abbindend sagen, für die Wirtschaft ganz wichtig ist, weil wir in den nächsten Jahren
und bis 2030 wird sich das enorm verschärfen, einen enormen Fachkräftemangel haben werden. Und die Wirtschaft ist angewiesen auf gute Mitarbeiter, auf Fachkräfte, und das setzt an einmal bei schon mal bei der Bildung. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt ins Bildungssystem kommen, frühzeitig wirklich optimal gebildet werden. Wir müssen Menschen, die gering qualifiziert sind, weiterbilden und zusehen, wie wir die in den Arbeitsmarkt integrieren können. Wir müssen mehr Frauen vor allem in den Arbeitsmarkt kriegen, ein für mich natürlich auch wichtiger Punkt. Wir müssen zusehen, dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund integrieren können. Auch das teilweise eine Bildungsfrage, aber natürlich auch eine Frage der Willkommenskultur in Unternehmen, also der Kultur insgesamt. Das nur. Und natürlich auch Menschen mit Behinderung. Naika, wir haben heute diskutiert, dass unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichem Grad vom Ausschluss betroffen werden können. Das war die Diskussion heute auch. Das eine ist die Dimension monetär, also Arbeit. Die andere ist aber auch die Frage von Teilhabe, also dass über bestimmte finanzielle Sicherung Teilhabe nicht immer garantiert ist. Gibt es bestimmte Gefahren, die du siehst, manche Menschen in dieser Gesellschaft vom Ausschluss bedroht sind? Und wo ist die Möglichkeit, eine stärkere Teilhabe zu garantieren? Wir haben bei Deutsch Plus als eines der Kernpunkte, an denen wir in den kommenden Jahren mitarbeiten wollen, herausgearbeitet, die Repräsentationslücke von Personen mit Migrationshintergrund in bestimmten Berufsfeldern und auch besonders in den Berufen, die die Personen als Role Models sichtbar machen würden für andere. Wir haben aber auch ganz normale Berufsfelder identifiziert und haben zum Beispiel festgestellt, dass im Bereich Medien nur 3% Personen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Das alles wohlweislich, wenn wir wissen, dass insgesamt in der deutschen Bevölkerung 20% der Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Also die Repräsentationslücke ist dementsprechend mehr als deutlich. Bei 20% sollten theoretisch auch 20% vertreten sein. Es sind aber nur 3% vertreten. Im öffentlichen Dienst sind etwas knapp unter 10% Personen mit Migrationshintergrund mittlerweile vertreten. Hat sich in den letzten Jahren, seitdem man ganz deutlich den Fokus darauf gelegt hat, auch einiges geändert. Das heißt, der Punkt, in dem man das feststellt und das an die Politik weitergibt und dann versucht wird, daran zu arbeiten, der ist schon erreicht. In manchen Feldern haben wir da tatsächlich auch noch sehr, sehr große Lücken. Wenn wir uns Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund ansehen, da sind wir jetzt bei knapp 6%, wobei wir gerade dort feststellen, dass die Schülerschaft mit Migrationshintergrund bei knapp 35% liegt. Also da ist auch ein ganz großer und deutlicher Unterschied, wo wir sagen würden, es heißt ja nicht, dass Personen mit Migrationshintergrund automatisch für bestimmte Aufgabenfelder qualifizierter wären, aber wenn wir daran forschen und sagen, dass Jugendliche sehr stark auch oft nach Rollenbildern suchen, dann können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich für ein Schulbild bei besonders hohem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund durchaus auch antreibend wäre, wenn es dort Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund mehr vertreten gäbe. Insofern wissen wir das, dass es diese Repräsentationslücken gibt. Wie wir das nun verändern können, Sie haben das eben schon mal angesprochen, tatsächlich, ob man so etwas etablieren könnte wie eine Willkommenskultur, das ist ja nun ein sehr vages Wort, an dem ganz viele Leute sich derzeit abarbeiten. Was ist damit gemeint mit Willkommenskultur? Soweit ich informiert bin, hat jetzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sogar eine Ausschreibung gemacht, um herauszufinden, was kann das denn nun bedeuten, Willkommenskultur bei Unternehmen. Und geben Leute ganz unterschiedliche Positionen ein, warum oder warum sie nicht Personen mit Migrationshintergrund einstellen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen befürchten dadurch, Kunden zu verlieren, weil sie sagen, das würde keine Kundenbindung erzeugen, wenn die Kunden selber keinen Migrationshintergrund haben. Insofern ist das natürlich schwierig, hier zu argumentieren. Langsam, Entschuldigung. Man muss versuchen, wenn man an diese Argumente heran möchte, wenn die Unternehmen mit dem Verlust von Kunden argumentieren, funktioniert das dann wahrscheinlich in dem Fall nur über eine gesetzte Quote, weil das Argument
dass die Kundenbindung da etwas ist, was gefährdet werden kann, könnte man aushebeln, indem man sagt, das Unternehmen ist verpflichtet, das zu machen, also kann es auch nichts dafür. Es hat jetzt nicht irgendeine neue Strategie, sondern es ist nun mal so, dass man das machen muss. Aber die Quotendiskussion ist natürlich auch eine, die wir in puncto Frauenquote ganz lange in Deutschland schon führen und hier nicht besonders beliebt, weil man davon ausgeht, dass das unsere Leistungsregelung außer Kraft setzen würde. Also die Vorstellung, dass man rein über Leistung qualifiziert ist für bestimmte Berufe. Allerdings können wir, die wir zu Migration forschen, feststellen, dass ganz oft bei gleicher Leistung Personen mit Migrationshintergrund weiterhin deutlich auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Insofern ist das schon ein Gegenbeweis für unsere so hochgesetzte Wahrnehmung davon, dass bei uns in Deutschland nur Leistung zählt. Peter, haben wir hier mit konkurrierenden Situationen zu tun? Auf der einen Seite so viele Leute wie möglich in die Arbeit zu bringen. Hängt vieles auch an den Möglichkeiten der Beschäftigungsverhältnisse. Dann haben wir, wie wir heute auch am Vormittag in der Diskussion hatten, auch die Frage der Diversität, ein verstärkter Pluralismus in der Gesellschaft, trotz Qualifikation nicht in Arbeit kommen. Lässt sich das alles politisch überhaupt konzeptionell zusammenbringen? Also ich glaube, dass es eine Chance gibt, eine Strategie der Inklusion, wie wir und Sie jetzt heute beraten haben, zu einem Gesamtkonzept zu machen. Aber das ist natürlich ein sehr weiter Weg. Und ich glaube, man kann sagen, dass wir da erst ganz am Anfang stehen. Ich will gleich auf die konkrete Frage zur Integrationskraft des Arbeitsmarkts gerne was sagen, aber vielleicht erst nochmal die Frage nach dem Gesamtkonzept. Ich bin mir nicht sicher, um vielleicht die Diskussion zu eröffnen, ob wir im Moment noch mit der Selbstverständlichkeit sagen können, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, wie wir das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, egal aus welcher politischen Weltanschauung man kommt, gesagt hätten, zumindest für den westlichen Teil Deutschlands. Der rheinische Kapitalismus, in dem wir beide auch groß geworden ist, war wahrscheinlich noch ein relativ klar definierter Ordnungsrahmen, den wir als soziale Marktwirtschaft bezeichnet haben, bei allen Problemen, die dieser Begriff damals auch schon hatte. Ich schließe mich Herr Ulberger erstmal an. Das würde ich mit dieser Selbstverständlichkeit heute nicht sagen. Es gibt empirisch, stimmt völlig überein, dass man das differenziert betrachten muss, je nach Sektor und je nach Situation. Es gibt eindeutige Entwicklungstrends in der Bundesrepublik, aber auch über die Bundesrepublik hinaus, was die Schere des Auseinanderfallens von Einkommen und Vermögen anbetrifft, was die Aufstiegschancen von bestimmten Gruppen anbetrifft und auch für mich ein sehr wichtiger Punkt, was den Zugang, die Teilhabe an wichtigen öffentlichen Gütern anbetrifft. Und insofern wäre für mich jetzt erstmal die Ausgangsfrage, wie wir darauf, auf diesen negativen Entwicklungstrend antworten können. Und ich verstehe die Inklusionsstrategie als einen Versuch, darauf eine Antwort zu geben. Ich glaube, wir bräuchten sowas wie eine Neubegründung der sozialen Marktwirtschaft, also eine neue Diskussion über den Ordnungsrahmen unserer Marktwirtschaft. Und ich glaube, es gibt ein gewisses Leiden von uns allen, dass die Politik eigentlich nicht richtig in der Lage ist, diese Diskussion zu eröffnen, weil sie so getrieben ist von den aktuellen Entscheidungsprozessen, dass man zu diesen grundlegenden Fragen, die wir eigentlich beantworten müssten, gar nicht mehr kommt. Arbeit ist sicher ein entscheidendes Spielfeld von der Frage, ob wir eine inklusive Gesellschaft erreichen oder nicht. Es gibt viele weitere
wichtige Fragen. Und ich würde gerne, wenn es erlaubt ist, auch vielleicht für die weitere Diskussion mal zwei Fragen ansprechen, auch hier ins Publikum, die jetzt vielleicht nicht so Konsens sind, sondern über die man sich mal unterhalten müsste und vielleicht auch streiten müsste. Ich glaube, und insoweit gebe ich Heinz Bude völlig recht, falls er das gemeint haben sollte, dass wir sicher erstmal eine höhere Solidarität bräuchten, was die Bereitschaft anbetrifft, an der inklusiven Gesellschaft zu arbeiten. Und da schließe ich mich auch an, Solidarität weniger jetzt als Tugend verstehen. Tugenden sind wichtig, also keine Frage, sondern auch als einen gerechten, eine gerechte Ordnung von Verteilung und Umverteilung in unserer Gesellschaft. Die steuerpolitischen Vorschläge der Parteien liegen ja auf dem Tisch. Was ich aber für eine relativ unbeantwortete und entscheidende Frage halte, ist, wie wir eigentlich diese Ressourcen investieren wollen, wo wir eigentlich Prioritäten setzen wollen, mit dem Geld, das wir solidarisch verteilen und mit dem wir unsere Gesellschaft gestalten. Und diese Frage scheint mir nicht ausreichend beantwortet. Meine These ist, Politik müsste mit einem inklusiven Anspruch, also Teilhabe für alle, viel stärker in die öffentlichen Institutionen investieren und das nicht so stark als klassische Umverteilungsdebatte aufziehen, obgleich ich nicht bestreiten will, dass wir da an bestimmten Punkten zu einer besseren Verteilung kommen. In welchem Zustand sind unsere öffentlichen Institutionen? Das halte ich für eine Schlüsselfrage. Also der öffentliche Raum, die Räume, in denen wir zusammenkommen, öffentliche Orte, öffentliche Netze. Und ich vermeide jetzt, mir eins rauszusuchen, weil es gibt viele: Schule, Stadtteile, Arbeitsräume, Gesundheit, Krankenhäuser, Jobs, also und. So. Ich glaube, diese Frage müssten wir viel genauer diskutieren und ein viel genaueres Bild davon entwickeln. In dieser Kommission, von der Mekon Mesgena sprach, haben wir das entlang von 4 Kriterien versucht. Nämlich, welche Qualität hat ein öffentlicher Ort mit Blick auf das Gut, das er produziert, also Gesundheit, Bildung etc. Wie inklusiv ist dieser Ort? Also ist sichergestellt, dass wirklich jeder Zugang zu diesem Ort hat? Wie partizipativ ist dieser Ort? Denn wenn du nicht mitsprechen kannst, ist, glaube ich, das ist überhaupt die erste Frage von Gerechtigkeit, dass die Menschen mitsprechen können, dass sie mitentscheiden können. Und dann die Frage zuletzt, wie ist die Binnenstruktur dieses öffentlichen Ortes oder dieser öffentlichen Institution, sodass sie all diese Kriterien möglichst gut gewährleistet. Das ist jetzt zugegebenermaßen eine sehr abstrakte Antwort, aber eine politische Strategie müsste eigentlich in dieser Perspektive ansetzen und dann sich konkretisieren. Vielen Dank. Herr Höllenberg? Also ich kann Ihnen da durchaus zustimmen. Die Gewerkschaft Verdi hat gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Konzept entwickelt über Dienstleistungen in Zukunftsverantwortung. Und da geht es genau darum, dass es neben Transferleistungen, vor allen Dingen für Menschen am unteren Ende der Einkommensgruppe und auch für Rentnerinnen und Rentner, es vor allen Dingen auf die Organisation gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen ankommt. Ich will das mal an einem Beispiel der Mobilität deutlich machen. Mobilität heißt, dass Menschen billig, bezahlbar, ökologisch, verantwortungsvoll von A nach B kommen. Und in dem Rahmen muss man die Frage des Elektroautos nochmal neu diskutieren. Und besser diskutieren, Heinz Bude hat das ganz schön gemacht, ob es nicht irgendwo mal Schluss ist mit der Privatisierung von Bahn, öffentlichen Personennahverkehr und anderen Dingen. Oder auch nicht eine andere Kultur braucht, wenn man schon auf ein Auto angewiesen ist. Das Gleiche gilt auch für Energie. Die Energiedebatte ist auf Technik
einseitig zugespitzt, da geht es um Windräder und um weiß ich was. Und auf einmal taucht die soziale Frage mit den Kosten auf, wobei dies ja auch teilweise Lobbyisten gesteuert ist über diese deutsche Energieagentur, die ja auch entsprechend finanziert wird. Aber die Frage von Energieeinsparungen, einer anderen Kultur des Umgangs mit Energie, energieeinsparende Dienstleistungen muss ganz neu nochmal auch in Systemen diskutiert werden. Das gilt auch für das Gesundheitswesen. Gesundheit ist nämlich nicht nur Krankenhäuser, sondern Gesundheit ist ja ein Ziel des psychischen und physischen Wohlbefindens der Menschen. Und wenn ich mir dann angucke, welche Dienstleistungen und Leistungen hier entstehen, dann habe ich den Eindruck, dass in der politischen Debatte alles auf dem Kopf steht. Da geht es nämlich nur noch darum, wer zieht wie viel Geld raus. Und wir haben eine Zweiklassenmedizin, teilweise eine Dreiklassenmedizin, ne, private und gesetzliche und dann noch die Selbstzahler. Das heißt, wir müssen auch hier über diese Systeme neu nachdenken. Und ich glaube, das Thema der Inklusion, und das können wir in Skandinavien beobachten, wird sich dann anders darstellen, auch im Rahmen der Vereinbarkeit von verschiedenen Lebensabschnitten, wenn wir gute und bessere Dienstleistungen haben. Das heißt, wenn wir soziale Transfers und Dienstleistungen organisieren. Und hierbei müssen wir, das ist jetzt der letzte Punkt, einen Strategiewechsel machen, nämlich weg vom Kosten- und Effizienzdenken hin zur Wirkung. Heute ist ja das Beispiel Kindertagesstätten mal genannt worden. Hier in Berlin erhöht man jetzt die Produktivität von Erzieherinnen dadurch, dass man mehr Kinder in der Kita-Gruppe packt. Ich kann natürlich die Zahl der Kinder in der Kita-Gruppe verdoppeln. Dann habe ich die Produktivität natürlich auch verdoppelt. Aber das Ergebnis kann man sich dann an allen 4, 5 Fingern abzählen. Oder wenn es wieder Schulklassen mit 30 Kindern gibt. Oder das Thema Inklusion Behinderter. Ein Freund von mir ist Physiklehrer. Der bekommt jetzt ohne Reduktion der Schülerzahl, ohne entsprechendes Material, sehbehinderte Kinder in den Physikunterricht. Der will die gerne fördern. Aber er sagt, ich brauche die halbe Schülerzahl, ich brauche ganz andere Lernvoraussetzungen. Ich kann Ihnen nur zustimmen, Herr Siller, dass wir über die Frage gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen, das hat mir auch an dem Vortrag von Herrn Engels heute Morgen so gut gefallen, nämlich öffentliche Güter, weiter gemeinsam arbeiten und uns genau überlegen, welche Ergebnisse haben Sie. Und um noch einen Punkt draufzusetzen, wir brauchen, da haben Sie völlig recht, inzwischen auch wieder einen handlungsfähigen Sozialstaat, der sozial gerecht finanziert wird, weil ich sonst befürchte, dass die Menschen sagen, oh, wozu bezahlen wir eigentlich Steuern, wenn die Dienstleistungen des Sozialstaates immer schlechter werden. Frau Ramp, wenn Sie das Wort solidarisch hören, zucken Sie zusammen oder ist das etwas, mit dem auch die Wirtschaft etwas anfangen kann und sagen, ja, da können wir auch unseren Beitrag leisten? Die Frage ist, weil wir heute schon, ich erinnere mich gerade an diesen Apothekerkasten und die Schublade. Aber gut, es ist bewusst provokativ gestellt. Ich nehme es jetzt mal so an. Ich würde ganz gerne zuerst noch etwas zu meinen zwei Vorrednern sagen und ich verspreche, darauf zurückzukommen. Ich finde den Ansatz völlig richtig, darüber nachzudenken, auch gerade mal wieder über die Grundlagen nachzudenken, wie man öffentliche Räume, den öffentlichen Raum anders neu gestalten kann, wie man mehr Solidarität reinbringen kann. Ich möchte aber, um jetzt auch das Kontroverse mal reinzubringen, diese Kosten- und Effizienzgesichtspunkte nicht ganz wegschieben als etwas völlig Absurdes. Das Problem ist ja, wir müssen alle, wie wir hier sitzen, diesen Staat auch bezahlen können. Und noch mehr, die Generationen, die uns folgen, müssen die Kosten, die wir ausgegeben haben, ohne dass wir es finanziert haben, mittragen. Und deswegen finde ich gerade bei dem Gedanken Solidarität, den Gedanken der Generationengerechtigkeit, einen, der in der Diskussion oft untergeht. Also wenn wir darüber nachdenken, wie wir alles neu gestalten, kann es nicht immer nur eine Kostenausweitung sein. Also ich möchte meinem Sohn später auch sagen können, wir haben an der einen oder anderen Stelle sinnvoll gespart und haben uns was Gutes einfallen lassen. Und ich beklage jetzt hiermit einfach mal den Mangel an guten Ideen, weil alles, was ich jetzt hier gehört habe,
Ausweitung oder Sozialstaat, Gesundheitssystem anders entwickeln. Das läuft im Zweifelsfall immer auf eine Erhöhung der Sozialleistungen hinaus, beziehungsweise dann der staatlichen Ausgaben. Sie haben mich gefragt, ob Solidarität für mich oder solidarisch ein Fremdwort ist. Nein, ich würde neben der Generationengerechtigkeit mal bei der Chancengleichheit ansetzen. Also Solidarität hat, glaube ich, sehr viele Facetten und Chancengleichheit ist der, den ich ganz wesentlich finde, auch was den Zugang, und da schließt sich der Kreis wieder, zu Bildung anbelangt, der in Deutschland definitiv immer noch zu sehr von Herkunft abhängt und damit und jetzt auch wieder gezeigt hat, wenn man an der Stelle benachteiligt wird, hat man fast keine Chancen. Und das wird in der zukünftigen Gesellschaft schlimmer werden. Man sieht es jetzt schon bei Älteren, die tatsächlich keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, ab 55, wenn sie schlecht oder gering qualifiziert sind oder relativ sehr schlechte Chancen haben. Man sieht es aber eben auch bei vielen Jugendlichen, wenn die schon nicht ausbildungsreif aus der Schule kommen, dass es für sie und ihre Entwicklung schwierig aussieht. Wie gesagt, es wird in der Zukunft, wo sich die Gesellschaft immer mehr zu einer Fachkräftegesellschaft entwickeln wird, noch schwieriger werden. Also die zwei Punkte, Chancengleichheit und Generationengerechtigkeit, würde ich mal hervorheben wollen. Aber wenn die Senkung der Lohnnebenkosten immer das beherrschende Thema war, die ganze Zeit, wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Also wenn die Wirtschaft sagt, ja, wir übernehmen auch Verantwortung und nehmen daran Anteil in der Schließung der Lücke zwischen Teilhabe und Exklusion bzw. Ausschluss. Wo ist die Rolle der Wirtschaft? Wo sehen Sie persönlich die Rolle der Wirtschaft? Die Rolle der Wirtschaft ist ja hier vielfältig. Sie spielen gerade an auf unsere Forderung nach Absenkung der Lohnzusatzkosten. Das ist eine Standardforderung, die natürlich darauf abzielt, zu sagen, je günstiger Arbeit ist, desto mehr Möglichkeiten bestehen für Arbeitgeber, auch Menschen einzustellen und die Fachkräfte entsprechend zu nutzen. Verantwortung der Arbeitgeber sehe ich zum einen im personalpolitischen Bereich, das habe ich eben schon gesagt, auch in der Verantwortung für den Mitarbeiter, den Arbeitnehmer. Beispielsweise beim Gesundheitsmanagement sicher ein Thema, das in langen Jahren zu sehr vernachlässigt wurde, für das wir jetzt auch plädieren, also als Arbeitgeberverbände zu sehen, dass man die Mitarbeiter immer beschäftigungsfähig hält, wie es so brutal heißt, aber einfach hinzusehen, gerade im Bereich psychische Belastungen, wie man ja Menschen im Arbeitsumfeld weiter so gesund erhalten kann, dass sie auch gerne und gut weiterarbeiten können, am besten in ein hohes Alter hinein oder ein höheres Alter. Zum Beispiel, aber es gibt auch viele andere Bereiche. Also CSR ist ein Stichwort auf freiwilliger Basis, bei dem wir auch immer werbend agieren, wo wir sagen, die Wirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft und soll sich auch als solcher verhalten. Ja. Okay, danke. Peter und dann Naika. Also, um vielleicht mal da jetzt eine Brücke zu bauen, mein Punkt war ja erstmal, wo man anfangen sollte zu denken. Und die Frage, welche Schlussfolgerung oder welche Ableitung man dann trifft, die meiner Meinung nach gar nicht richtig getroffen sind bislang, die sind sehr interessant. Also Frage, muss eine öffentliche Institution, die diesen inklusiven Anspruch hat, eigentlich eine staatliche Institution sein? Oder kann es auch eine private Institution sein, wie wir das ja oft im sozialen Bereich haben, die halt staatlich finanziert ist, aber trotzdem eine private Trägerschaft hat. Frage, wie strukturiert sich so eine Institution eigentlich in Bereichen, wo es jetzt gar nicht um Geld geht, denn ich gebe Ihnen völlig recht, also ich glaube, wir müssen über das Geld sprechen, aber wir brauchen sehr viel Fantasie und Leidenschaft, eigentlich eher mal ein Bild zu entwickeln, wie wir als Gesellschaft an diesen Orten zusammenkommen. Deswegen würde ich auch diesen
Begriff der öffentlichen Dienstleistung, obwohl das sicher der richtige Terminus technicus ist, da erstmal ein bisschen davon weghalten. Das klingt schon wieder so nach Kunde und Service und Dienstleistung. Aber da geht es ja um eine fundamentalere Frage, nämlich wie kommen wir eigentlich an den öffentlichen Orten als Bürger und als Menschen zusammen? Wenn man mal sich realpolitisch anschaut, also wenn man sich diese Finanzierungsseite nochmal anschaut, gibt es, glaube ich, zwei Sachen wirklich zu diskutieren. Im Moment finanziert unsere Gesellschaft ihren Wohlstand auf Pump. Und zwar zu einem ganz großen Teil über Schulden. Und ich fand die Intervention von Wolfgang Streeck sehr, sehr notwendig und sinnvoll, dass er sagt, die Konsequenz aus einer Schuldenfalle kann nicht jetzt sozusagen der Abbau von wohlfahrtsstaatlichen Standards sein, aber muss ein neues Nachdenken über die Finanzierung, und da gehören Steuern und Abgaben dazu, dieses Wohlfahrtsstaates sein. Diese Debatte müssen die Konservativen auch führen. Denn wenn sie nicht weiter in die Schuldenfalle laufen wollen, müssen sie jetzt darüber reden, wie sie es stattdessen finanzieren wollen, wobei diese Antwort gerade viele Protagonisten schuldig bleiben. Was mich sehr interessiert ist, wenn man mal anfängt zu rechnen und zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jetzt Einkommensteuer auf eine Summe X, wir wollen eine Vermögensabgabe oder eine Vermögenssteuer, dann kommen wir da trotzdem noch zu sehr überschaubaren Mehreinnahmen, zu sehr überschaubaren Mehreinnahmen. Und ich glaube, dass sich eine Politik der Inklusion erst dann ehrlich macht, wenn sie diese Priorisierung dann auch vornimmt und sagt, wo investieren wir diese begrenzten Mittel so, dass sie möglichst viel Effektivität für eine inklusive Gesellschaft entfalten. Ich würde gerne mal daran erinnern, dass alleine ein Umbau des Schulsystems auf Ganztagsschulen alleine schon 9 Milliarden Euro kostet. Da reden wir noch überhaupt nichts anderes. Also brauchen wir eine politische Debatte, die viel klarer sagt, wie wir sozusagen in Inklusion investieren wollen. Weil das Schlimmste ist ja, wie in den 70er Jahren etwa eine Gesamtschule zu konzipieren, wo wir sagen, Beispiel, wir lernen alle zusammen, ich unterstütze das sehr, und am Ende hast du eine Situation, in der zwar alle zusammen hocken, aber das sind dann Schulen mit 40 Schülern in einem Betonkasten und alles wird am Ende jedenfalls nicht besser. Also stellt sich da die Frage der Investition halt doch, weil individuelle Betreuung etwa schlägt sich in Betreuungsschlüssel nieder und kostet Geld. Das heißt, da gibt es schon einen Zusammenhang. Und ich glaube, wir bräuchten mal eine politische Auseinandersetzung und eine politische Kontroverse, wie sozusagen eine Einnahmenstrategie mit einer fokussierten Ausgabenstrategie zusammenhängt. Naika, du wolltest was sagen, aber gleich auch mit einer Frage auf den Weg. Teilhabe erfordert natürlich auch eine aktive Partizipation. Also gerade auch, wenn wir im Zusammenhang mit Pluralismus und Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund betrachten. Und trotzdem haben wir auch eine Kluft zwischen den strukturellen Möglichkeiten, natürlich, worüber wir auch immer wieder diskutieren, also wo sind die Barrieren, aber auch gleichzeitig in der Frage der aktive Teilhaben wollen. Es hat auch mit Wollen zu tun, mit Ergreifen von Möglichkeiten und Chancen. Und da wird immer wieder auch sehr kontrovers diskutiert. Wie kommen wir aus dieser Falle raus? Ja, ich wollte noch mal ganz kurz vorher zu den Vorrednern was sagen. Nämlich zum einen die Idee, ob wir fundamental und grundlegend in manchen Punkten umdenken müssen. Und das gekoppelt an die Frage der Effizienz und das, was Sie eben gesagt haben, dass man natürlich auch über Geld sprechen muss. Ich glaube, dass wir da seit 2008 einen ganz großen Moment haben, in dem ganz viele Ideen, die wir vorher durchgetragen haben, gar nicht mehr vermittelbar sind. Das heißt, die Frage nach Effizienz ist
wenn sie gekoppelt wird an, ist es überhaupt noch effizient, so viel Geld in die öffentliche Hand zu pumpen, oder wie können wir den Staat überhaupt noch bezahlen, wenn wir darüber nachdenken, Ganztagsschulen zu schaffen etc., ist natürlich derzeit in die Bevölkerung hinein ganz schwer vermittelbar, wenn wir sehen, dass alle diese Fragen für eine große Sparte gar nicht mehr diese Geltung haben. Das heißt, wenn vor unseren Augen die Finanzwelt ganz stark kontraproduktiv arbeitet und ganz stark dafür verantwortlich ist, dass wir ganz viele Verluste an Steuergeldern haben und dort die Frage der Effizienz gar nicht in der hohen Form gestellt wird, dass man sagt, wir müssen grundlegend politisch auch im Sinne des ehemals uns alle tragenden Sozialstaatsgedankens umdenken, ist das natürlich sehr schwierig, dann überhaupt noch zu sagen, es gibt eine Partei, die wirklich effizient denkt. Das betrifft natürlich alle Parteien. Insofern genauso wie der Gedanke um Solidarität ganz, ganz schwer zu vermitteln ist, wenn wir sagen, das war ein Kernkonzept der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und wir haben zwei Menschen, die in den letzten Jahren ganz stark für entsolidarisierende Gedanken gestanden haben, Sarrazin und Buschkowski, und beide kommen von der SPD. Das heißt, insofern ist es so schwierig, derzeit von Seiten der Parteien tatsächlich solche Sachen glaubwürdig nach außen zu vertreten, weil wir in allem Glaubwürdigkeitsmängel sehen. Und damit ist die ganze Gesellschaft konfrontiert und muss gucken, wo kann sie diesbezüglich da überhaupt noch mit wem Allianzen bilden. Das Ganze würde nochmal überleiten, auch vielleicht zu der Frage der Partizipation und wieso wir sagen, ich gehe mal davon aus, dass die Grundfrage, die dahinter... Die Grundfrage, die dem zugrunde liegt, ist, partizipieren Migranten weniger? Und wenn ja, warum? Und auch dort können wir sagen, können wir das vielleicht mit der Idee der Glaubwürdigkeit koppeln. Das heißt, über Jahre hinweg ein transportierter Momentum von nicht möglicher Teilhabe setzt natürlich auch Mechanismen in Gang. Das heißt, wenn dann plötzlich die Türen offen sind, muss das auch aktiv vermittelt werden, dass die Türen offen sind. Ganz oft sehen wir das an Lehrern und Schulen, die dann sagen, naja, wir haben hier ein Elterncafé angeboten, da kommen aber nur 3 Eltern. Über einfach nur ein Elterncafé anbieten, kann man nicht Strukturen außer Gang setzen, die 30 Jahre aktiv vor Ort waren. Das heißt, andere Lehrer, die ich auch hier schon in der Heinrich-Böll-Stiftung gesehen habe, sehr engagierte Schuldirektoren, die dann sagen, wir haben uns aktiv über Briefe an die Schüler, denen wir gesagt haben, bitte gib diesen Brief deiner Mutter, an die Eltern gewendet, es hat sich plötzlich alles verändert. Außer dieses Angebot zu setzen, sagen, naja, die nehmen das halt nicht wahr. Insofern könnte das vielleicht auch zu einer inklusiven Gesellschaft mit dazugehören, Partizipation von selbst als Angebot aktiver in die Haushalte zu tragen und besonders zu denen, die bis dato nicht partizipiert haben oder bis dato eher von diesen Partizipationsangeboten ausgeschlossen waren. Das kann eine Sache sein. Zum anderen auch dieser Gedanke von Gleichheit, der jetzt mehrmals schon gekommen ist. Ich finde, das ist auch ein grundlegender Gedanke, ist mehrfach geäußert worden. Nur müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen Gleichheit und Gleichwertigkeit. Wir haben Gleichheit gesetzlich gesehen. Aber ob die Gleichheit auch dazu führt, dass das, was die Menschen machen, den gleichen Wert hat, das ist das, was wir in eine Leistungsgesellschaft sehr, sehr schwer hinein vermitteln können. Ich kann mich erinnern, am Anfang 2008, als wir diese große Debatte hatten um die Streichung der Boni, zum Beispiel für den Bankensektor, gab es eine große philosophische Diskussion, angeleitet von Sloterdijk, dem Philosophen, der gesagt hat, na ja, Menschen, die mehr leisten, denen muss auch mehr zugestanden werden. Und dementsprechend sind die Boni gerechtfertigt. Er sprach damals von einem großen Banker-Bashing. Und ich erinnere mich damals, einen Leserbrief im Spiegel gelesen zu haben, wo eine Krankenschwester schrieb, wie messen Sie denn meine Leistung? Bekomme ich auch Boni für das, was ich leiste? Also insofern, dass Leistung letztlich bei uns noch ganz stark an Geldwert gekoppelt ist. Das heißt, wenn jemand, der mehr verdient, direkt damit assoziiert wird, er leiste auch mehr. Und Personen, die, sagen wir mal, etwas leisten dadurch, dass sie 7 Kinder großziehen und zu guten Menschen erziehen, werden eher als Sozialschmarotzer diffamiert. Insofern haben wir da tatsächlich auch noch eine Diskrepanz, in denen wir ganz neu unsere Gedanken von Leistung in einer solchen Gesellschaft auch definieren müssen. Herr Uhlenberg, auch eine Frage mit auf den Weg, wenn Sie... Wenn Sie beantworten, meine Frage ist auch, dass die
die Fragen werden immer komplizierter. Jetzt kommt nochmal die Dimension von Pluralismus, Diversity. Die Gewerkschaften waren bisher noch nicht die Speerspitze, wenn es darum geht, Themen wie Diversity und Vielfalt auch zu forcieren, weil viel auch doch auf Bestandsschutz auch bestand. Inwiefern ändert sich die Strategie für die Gewerkschaften, wenn es hier um Teilhabe, nicht nur um die eigenen Mitglieder, auch eigene Klientel, sondern auch darüber hinaus eine stärkere Verantwortung zu übernehmen? Ja, das kann ich verbinden mit der Anknüpfung an das, was Sie sagten, Frau Vorhutan. Ich habe mich immer gegen eine überzogene Leistungsideologie gewendet. Wir hatten mal vor Jahren eine Diskussion gehabt, wo Wolfgang Clement gesagt hat, Leistungsgerechtigkeit und heißt auch Ungleichheit zulassen. Und Johannes Rau hat einen Tag später bei einer Tagung der Böckler Stiftung gesagt, was ist denn da mit den Arbeitslosen, mit den Behinderten, mit all denen, die nicht mitkommen? Und ich erinnere mich noch an Bodo Hombach, der damals ja kurze Zeit Kanzleramtsminister zu Beginn von Rot-Grün, weil er dieses Trampolin-Modell hatte. Dann hüpfen wir mal alle aufs Trampolin, dann springen wir nach oben und diese seltsame leistungsorientierte Aktivierung war ja auch Grundlage eines Teils dieser Hartz-Reform. Ich glaube, eine inklusive Gesellschaft ist erstmal eine Gesellschaft, die allen Menschen den gleichen Wert zuerkennt und sie nicht danach beurteilt, was sie in einem ökonomischen System leisten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zu den Managergehältern. Wenn heute Managergehälter 200 Mal mehr sind als Facharbeitergehälter, hat das nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Erfolg. Dann haben die sich erfolgreich in Gehälter reingeklüngelt. So, und das gilt auch für andere Bereiche. Das heißt also, diese ganze Leistungsideologie muss man erstmal kritisch hinterfragen. Was anderes ist es, und das wissen wir aus vielen Umfragen und auch aus der Erfahrung heraus, dass sehr viele Menschen gerne ihre Arbeit machen, dass sie sich identifizieren mit ihrer Arbeit, dass sie Sinn in ihrer Arbeit sehen und dass sie oft darunter leiden, dass diese Arbeit zum Beispiel in der Pflege im 3-5-Minuten-Takt abläuft, wenn es gilt, satt und sauber. Oder dass sie als Erzieherin darunter leiden, dass nicht genügend Personal da ist, dass die Kitas nicht gut ausgestattet sind. Und ich glaube, dass wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die gleichwertig ist, die auch Vielfalt anerkennt, dann müssen wir auch sagen, ja, dann muss auch diese Gesellschaft, und zwar heute und jetzt, anders organisiert werden und dann muss auch Arbeit sich lohnen und dann brauchen wir auch wieder einen handlungsfähigen Sozialstaat. Ich kann mit Generationengerechtigkeit nicht leben, wenn heute in Berlin 37% der Kinder arm sind, wenn also Kinderarmut da ist, dann haben wir nämlich die nächste Generation, die arm ist. Und warum haben wir unter anderem Kinderarmut? Weil in den letzten Jahren der deutsche Sozialstaat nach Berechnungen von Peter Bofinger um 100 Milliarden Euro Einnahmen verloren hat durch die dauernden Steuersenkungen, angefangen von Helmut Kohl über Gerd Schröder, Joschka Fischer bis hin zu Merkel, Steinbrück und Westerwelle. So, das Bundesfinanzministerium spricht von 160 Milliarden Euro Einkommensverlusten, allein 33 Milliarden Euro bei den Kommunen. So, und deswegen rede ich auch nie von Sparen, sondern immer von Kürzungen. Und jeder, das ist ja auch heute Thema gewesen in einigen Arbeitsgruppen, von mangelnden Ressourcen. Natürlich geht es nicht immer nur um mehr Geld, aber es geht auch darum, dass man überhaupt erstmal Geld braucht, um überhaupt vernünftig gute Arbeit machen zu können. Es ist nicht alleine Frage von Geld, sondern es ist auch eine Frage der Organisierung oder auch der Werte. Sie haben eben gefragt nach Diversity. Ja, die Gewerkschaft Verdi ist ja eine Gewerkschaft, in der mittlerweile 55% der Mitglieder Frauen sind und wo von 14 Bundesvorstandsmitgliedern 9 Frauen sind. Und auch auf den mittleren Führungsebenen verändert sich das sehr stark. Und wir haben auf unserem letzten Kongress nochmal einen Beschluss gefasst zur Diversity und auch zur Antidiskriminierung. Wir haben Antidiskriminierungsrichtlinien und Gleichstellungsarbeit sowohl für Frauen wie für lesbische, schwule, Transgender und Intersexualität. Das liegt auch bei mir im Bereich der Bundesarbeitskreis. Das heißt, wir verändern uns schon. Und zwar ist dies auch eine Notwendigkeit für die Gewerkschaften, weil ich nehme mal diesen Begriff als hybriden Begriff, weil die Arbeiterklasse der Zukunft weiblicher, älter
und bunter sein wird. Und wenn die Gewerkschaften sich nicht darauf einstellen und wir bleiben ein Laden von männlichen Facharbeitern, was bei Verdi in einigen Bereichen der Fall ist, aber in der übergroßen Mehrheit halt nicht, dann gehen wir auch mit der Zeit. Und ich sag mal, hier möchte ich nochmal auf das Thema zurückkommen, Berufsbeteiligung von Migrantinnen und Migranten. Wir hatten in Köln mit den Arbeitgebern, mit der Industrie- und Handelskammer und mit der Handwerkskammer eine gemeinsame Initiative gemacht, auch mit der Stadt, wie wir nämlich die Ausbildungsbeteiligung junger Migrantinnen und Migranten deutlich verbessern könnten. Wir haben da auch Erfolge gehabt. Das ist dann danach wieder etwas abgesunken. Aber ich glaube, wenn man weiß, auch von Seiten der Wirtschaft und auch der öffentlichen Arbeitgeber, dass in Zukunft ein großer Teil ihrer Fachkräfte einen Migrationshintergrund haben, dann würde ich der Frage der Quotierung schon näher kommen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich da die Mehrheit meiner Organisation hinter mir habe, aber das interessiert mich jetzt nicht mal. Ich habe damals als DGB-Vorsitzender in Köln gesagt, ja, wir brauchen erstmal so etwas wie eine positive Diskriminierung. Das heißt, wir müssen schauen, dass man ganz gezielt sagt, es kann nicht sein, dass nur dann ein türkisches Mädchen eingestellt wird, wenn der Doktor eine türkische Kundschaft hat. Sondern dass eben halt hier auch entsprechend nach Fähigkeiten und Fertigkeit das entsprechend gemacht wird. Die andere Seite war auch Teil dieser Initiative, dass wir nämlich auch sehr gezielt auf die Eltern, auf die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben zugegangen sind, auch mit Hilfe von Migrantennetzwerken und haben gesagt, ihr müsst euch auch beteiligen. Also insofern ist für mich, gibt es eine enge Verbindung zwischen einem gerecht finanzierten, handlungsfähigen Sozialstaat, seiner Ausgestaltung, Inklusion und Gleichwertigkeit. Ich weiß, das klingt alles so schön, wenn man es hintereinander erzählt, aber es stehen natürlich sehr harte Konflikte da im Raum. Und Sie haben ja eben Wolfgang Streeck erwähnt. Ich will sagen, Wolfgang Streeck hat ja auch geschrieben, Europa wird zum Inkassobüro nervöser Finanzmärkte. Das war ja der erste Satz seines berühmten Aufsatzes. Und insofern sage ich mal, auch ein bisschen als Kontroverse, in Deutschland haben wir den Gegensatz von privatem Reichtum und öffentlicher Armut. Wir haben eine Verschuldung von 2 Billionen Euro und wir haben einen privaten Reichtum von 8,5 Billionen Euro. Mhm. Und wenn wir auch in einem bescheidenen Maße ein bisschen umverteilt bekommen, wäre das ja schon mal ein erster Schritt. Also Umverteilung, Organisation und Partizipation, denke ich, müssen ineinander greifen. Das eine geht nicht ohne das andere, aber man sollte auch das eine nicht gegen das andere setzen. Okay, vielen Dank. Wenn es Sie kurz etwas kommentieren oder Fragen haben, dann machen wir. Ich wollte ganz kurz eine Frage aufgreifen, die uns über Livestream zugestellt worden ist. Die Frage ist, lässt sich überhaupt im internationalen Kontext, im Globalisierungszusammenhang und europäischer Zusammenhang auch überhaupt eine soziale Marktwirtschaft im klassischen Sinne überhaupt errichten? Können wir zu diesem klassischen Modell des sozialen Marktwirtschafts überhaupt zurückgehen? Auf europäischer Ebene, das war die Frage. Genau, also vor dem Hintergrund Europäisierung und Globalisierung. Also ich glaube, dass es uns allen so geht, dass die Bedeutung, die das politische Europa im Zuge der Finanzkrise jetzt im Bewusstsein erhält, natürlich für uns alle auch was Verwirrendes hat. Und zwar deshalb, weil wir jetzt über einen Vergemeinschaftungsprozess auf einer europäischen Ebene nachdenken, wo wir gar nicht so genau wissen, wie weit der gehen soll und wie der in seiner Finalität aussehen soll. Was relativ klar ist, ist, dass in dem Moment, in dem du etwa Schulden vergemeinschaftest, was ja jetzt schon stattfindet, auch wenn von Regierungsseite immer wieder behauptet wird, es würde nicht stattfinden, aber natürlich sind die ganzen Vorschläge, die jetzt schon realisiert werden, auch an einem bestimmten Punkt etwa eine Vergemeinschaftung von Schulden. Dann zieht es eigentlich logischerweise, und das war ja der Punkt von Habermas unmittelbar, die Notwendigkeit einer Vergemeinschaftung
an anderer Stelle nach sich, wenn du die demokratische Legitimation noch erhalten willst. Ja. Aber wie das genau aussieht, darüber müsste man reden. Ich finde die Idee tatsächlich sehr interessant, dass man sagt, die Europäische Union ist auf jeden Fall sowas wie eine Instanz, die bestimmte sozialpolitische oder überhaupt ordnungspolitische Zielsetzungen der Nationalstaaten irgendwie kontrolliert oder nachhält. Das ist sozusagen die zurückhaltendste, aber vielleicht erstmal realistischste Variante, auf die weitere Schritte folgen können. Das heißt, eine Vergemeinschaftung des sozialen Bereichs in Gänze, davon sind wir weit entfernt. Und insofern glaube ich, man kann darüber reden, ob das wünschenswert wäre, aber eine europäische soziale Marktwirtschaft in einem substanziellen Sinn ist ein sehr weiter Weg. Okay, vielen Dank. Da ist eine Wortmeldung zum Publikum. Guten Tag. Können Sie sich auch ganz kurz vorstellen? Ja. Ich bin Lea Markert und gerade im Institut für Menschenrechte tätig. Und ich war ganz froh, dass Herr Ulmberg diese proaktiven Maßnahmen angesprochen hat und ein Plädoyer auch für Quotenregelungen ausgesprochen hat, weil ich glaube, dass wir sind ja auf dem Weg, oder es ist eine Utopie momentan noch, auf dem Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft, die solidarisch auch sein soll, auf jeden Fall, und muss, sonst können wir nicht inklusiv sein. Und der Weg geht nur über Diskriminierungsschutz, und Quoten sind ein Teil dieses Diskriminierungsschutzes. Das zum einen. Zum anderen wollte ich Frau Ramp fragen, wie Sie diese Kluft zwischen Fachkräftemangel sehen und einer massiven Auswanderung aus Deutschland. Deutschland ist ja mittlerweile ein Auswanderungsland von qualifizierten, hochqualifizierten Menschen und vor allem viele darunter auch mit Migrationshintergrund, wo eben Potenziale nicht genutzt werden. Thema auch hier in Workshops. Genau, und dann geht es eben mit dem Stichwort solidarisch oder Solidarität, Gelder, Umverteilung eben auch darum, wie wir Arbeit verteilen wollen und welche Wertschätzung Arbeit bekommt. Entschuldigung, ja. Also da geht es um Pflegebereich, Monetarisierung und Effizienzierung etc. Okay. Vielleicht, wenn Sie ans Mikrofon gehen, damit das übersetzt werden kann. Ja, ich würde mich gern anschließen und auch Frau Ramm eine Frage stellen. Also wie das dann sein kann, wenn Sie Änderungen im Personalbereich vorschlagen, dass dann immer nicht verwirklicht werden konnte, dass Unternehmen, die selbst nicht ausbilden, also eine ausgleichende Ausbildungsabgabe zusteuern. Erste Frage. Zweite Frage, wie kann denn das sein, dass zum Beispiel bei konstatiertem Fachkräftemangel bei uns in Süddeutschland zum Beispiel Fachkräfte in Elsass gesucht werden, aber die Fachkräfte Ü50 keine Arbeit finden? Okay, vielen Dank. Wir würden einfach sammeln und dann abschließen. Hm? Ja, ich möchte eine Frage stellen an den Gewerkschaftsvertreter insbesondere. Das ist die Verteilungsdimension, die ja in die Debatte eingeführt wurde zur Finanzierung öffentlicher Güter. Und die Frage ist ja, wenn man es übertreibt, also ein Sammelsurium von Vorschlägen in den Wahlprogrammen für Steuererhöhungen gibt es ja, dann muss man sich ja auch fragen, ist die Investitionsbereitschaft für die globalisierte Wettbewerbsfähigkeit, ist die da ab einem bestimmten Moment gefährdet? Das heißt mit anderen Worten, muss man nicht eher auch die Dimension hier vorantreiben der Akzeptanzdiskussion, dass Multikulturalität in der Gesellschaft da ist und im Arbeitsleben, in den Unternehmen, in den Schulen und so weiter gefördert wird. Das sind zwei verschiedene Dimensionen. Die eine ist wirklich eine ökonomische Debatte
Und das andere ist eine kulturelle. Und ob die Unternehmen überhaupt bereit sind, sich zu öffnen, mehr Auszubildende zu nehmen, die einen Migrationshintergrund als Biografie haben. Das sind zwei völlig, wie soll ich sagen, nicht auf der gleichen Wellenlänge liegende Debatten. Und ich finde, das muss man irgendwie aber trotzdem bei der Lösungsstrategie aufgreifen. Okay, vielen Dank. Der Beantwortung der Fragen verbinden wir dann auch einen Abschluss mit einer Perspektive nach vorne. Also welche Beteiligungsstrategie wünschen wir uns, stellen wir uns vor, haben wir auch als Forderung auf der Agenda. Ich fange einfach mal bei Frau Ramp an, weil Sie mehrfach auch angesprochen wurden. Ich hoffe, ich kann mich auch an alle Fragen erinnern. Ich fange mal an zum Thema Auswanderungsland Deutschland. Also es wurde hier gerade nochmal bestätigt, wir sind dieses Jahr nicht mehr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns in Deutschland in der Vergangenheit Arbeitgeber, aber auch Politik falsch aufgestellt haben, nämlich wieder beim Thema Willkommenskultur, zum Thema, wir sind kein Einwanderungsland. Da haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich glaube, und das Thema Willkommenskultur fällt mir oder begegnet mir zurzeit sehr, sehr oft im Rahmen des Demografiegipfels, bei dem genau die Frage gestellt wird, wie wir da einen gewissen Turn hinkriegen können, sowohl die Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, besser zu integrieren, auch in die Arbeitswelt und ihnen zu zeigen, sie sind hier willkommen, als auch Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland zu holen und ihnen genau das gleiche Signal zu geben. Und ich denke, da haben wir wirklich was aufzuholen, auch in den Unternehmen. Also wir werben als BDA sehr dafür. Wir haben auch einen Leitfaden mit unserer Sicht der Dinge auf Willkommenskultur rausgegeben, indem wir auch Best-Practice-Beispiele darstellen, in denen wir einfach erklären, was funktioniert eigentlich gut. Dazu gehören häufig mal Mentoring-Programme oder auch interkultureller Austausch in Unternehmen oder auch die Möglichkeit von Sprachausbildung im Unternehmen, also zum Beispiel, da gibt es einiges. Was die Auswanderung anbelangt, mache ich mir keine so großen Sorgen, genauso wie die Zuwanderung. Es heißt ja oft, da gäbe es einen Brain Drain und in beide Richtungen. Ich glaube, dass häufig Menschen irgendwann wieder in ihr Heimatland auch zurückkehren. Und ich hoffe, dass Menschen mit Migrationshintergrund das häufig auch als ihr Heimatland betrachten können. Zum Thema Fachkräftemangel, das hat beide Fragen getroffen. Er ist noch nicht in den Unternehmen angekommen. Also viele Unternehmen registrieren noch nicht, dass dieser Fachkräftemangel kommen wird. Ich habe es ja eben auch gesagt, er verschärft sich in den nächsten Jahren. 2030 rechnen wir mit ungefähr 5 Millionen. Und deswegen werben die Arbeitgeberverbände stark dafür, dass wir alle Talente in Deutschland jetzt auch in Arbeit bringen und aber eben auch Menschen aus dem Ausland für Deutschland und für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen können. Zum Thema Ausbildung, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Es gibt Unternehmen, die nicht ausbilden. Da muss man eigentlich auch dazu sagen, es sind sehr häufig auch sehr kleine Unternehmen, die weder die Logistik dazu haben, noch auch den Bedarf. Das darf man dabei nicht vergessen. Inzwischen ist auch Handwerksunternehmen ist nicht immer wirklich dazu in der Lage. Und wenn Sie ein, zwei Mann-Unternehmen haben, dann werden Sie schlecht ausbilden können. Okay, vielen Dank. Herr Oehlenberger, kann man diesen Forderungskatalog überhaupt erfüllen? Ja, also jede Forderung nach Umverteilung bleibt in der Luft hängen, wenn ich nicht sage, wofür. Ich muss natürlich sagen, wofür brauche ich Geld und wofür brauche ich Ressourcen. Und wenn wir sehen, dass Inklusion auch eine soziale Dimension hat, eine kulturelle und eine soziale Dimension, dann kann ich sagen, brauche ich eben, wir haben es ja gesagt, brauche ich öffentliche Güter, mehr öffentliche Güter. Man kann es als Dienstleistung organisieren, man kann es anders organisieren, aber derzeit ist unser Gemeinwesen unterfinanziert. Das kann man ja in den Kommunen erkennen, wo es ist. Insofern hängt das eine mit dem anderen zusammen, denn wir brauchen, Herr Siller hat es ja eben gesagt, wenn wir 9 Milliarden brauchen, um die Schulen umzubauen, dann brauchen wir ja nicht nur 9 Milliarden, um die Schulgebäude umzubauen. Dann brauchen wir Lehrer und dann brauchen wir andere Bildungsstandards. Dann müssen wir unser Bildungssystem verändern,
andere Orientierung zu geben, das wäre wieder eine neue Debatte, damit die Menschen auch in der Lage sind, zum Beispiel am Arbeitsleben teilzunehmen, gesellschaftlich zu entwickeln. Das heißt, die Frage der Verteilungsgerechtigkeit ist eine Kernfrage, die mit den anderen Fragen zusammenhängt. Wenn Sie sagen, ja, investieren die Unternehmen denn, kann ich nur sagen, so aus meiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Aufsichtsräten, der Automobilzuliefererindustrie und jetzt bin ich beim TÜV, die Unternehmen investieren, wenn sie Chancen sehen, dass das eingesetzte Kapital zurückkommt. Das heißt, wenn Märkte da sind, wenn Gewinn generiert wird und andere Dinge. Und ich denke, in den letzten Jahren ist sehr viel Geld eben nicht investiert worden und es ist auch sehr viel Geld, ich sag mal, woanders hingekommen. Und insofern ist die Frage der Besteuerung für das Gemeinwohl eine Frage, die man diskutieren kann. Aber wir wollen ja auch nicht, ich sag mal, unbedingt jetzt die Unternehmenssteuern erhöhen, sondern wir wollen Vermögenssteuer erhöhen. Und Vermögen in Deutschland ist steuerfrei. Und wenn Sie Zinserträge haben, bezahlen Sie statt den normalen Steuersatz nur 25% Abgeltungssteuer. Und Sie müssen für alle Steuern bezahlen, nur wenn Sie auf dem Finanzmarkt tätig sind, brauchen Sie keiner Steuern zu bezahlen. Und wenn Sie Unternehmensanteile verkaufen, das war ja auch ein Ergebnis der Schröder-Regierung, brauchen Sie auch keine Steuern zu bezahlen. Und das sind ja alles die Elemente oder Schritte gewesen, warum unser Sozialstaat, ich sag mal, kaum noch in der Lage ist oder immer weniger in der Lage ist, ich sag mal, auch die Voraussetzungen für Inklusion zu schaffen. Und ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, dass man, ich sag mal, die durchaus richtigen Ansätze sozialer Netzwerke, kultureller Aktivitäten und was da alles ist, wo ja auch die Grünen sehr aktiv sind, nimmt, um Löcher zu stopfen um die Verteilungsfrage zu... Okay, vielen Dank. Peter, wenn im kommenden Jahr die Grünen anstreben, die Regierung zu übernehmen, welche Stellschrauben wollen Sie schrauben? Was soll sich ändern? Also wenn ich an die Regierung käme, wüsste ich, glaube ich, was meine Idee wäre, was die Grünen tun. Warten wir es ab. Die Grünen haben im November einen Parteitag, wo sie Beschlüsse fassen wollen zu Sozialpolitik. Ich finde den Antrag sehr gut, weil der diese Strategie öffentlicher Institutionen endlich mal etwas deutlicher ausspricht. Ich will den Gesprächsfaden einfach nochmal an einem Punkt fortführen kurz und es gibt auch nochmal eine Antwort auf diese Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob die Linke im Moment in Deutschland eine Antwort hat auf die Frage, wo sie Ideen und auch Mittel investieren will. Insofern finde ich diesen Zusammenhang, den Sie als selbstverständlich bezeichnen, zwischen umverteilen und wissen, wo das Geld hingeht, im Moment nicht so klar, wie es sein müsste. Schauen Sie sich die Vorschläge an und überlegen Sie sich mal, wie viel von dem Geld konzeptionell zum Beispiel wirklich in öffentliche Güter und öffentliche Institutionen gehen soll. Und Sie werden sehen, das ist nicht so wahnsinnig viel, sondern das ist oft klassische Umverteilungspolitik, wo man auch nicht raus will sozusagen aus seiner Haut und halt den Stiefel weitermacht, den man seit 30, 20, 10 Jahren gemacht hat. Man müsste sich das sehr genau anschauen, aber ich glaube, wir können die vielbeschworene Mittelschicht überhaupt nur mitnehmen, wenn wir viel klarer kriegen, wo wir hinwollen und nicht nur, woher wir es nehmen wollen. Auf den Zusammenhang kommt es an. Und ich glaube, dann können wir auch sehr viel Solidarität einfordern, auch in den Steuern, wenn dieser Zusammenhang klar ist, wenn die Leute dran glauben, dass es besser wird. Und nicht denken, da wird halt jetzt mit der Gießkanne ein bisschen verteilt, aber eigentlich bleibt alles beim Alten. Ja, da sehe ich eine große strategische Gefahr, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und auf die wir eine Antwort geben müssen. Ich bin zum Beispiel, um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen,
ein großer Anhänger des Bildungssoli, also der Idee eines einkommens- und einnahmeorientierten Soli, wo sehr klar beschrieben ist, wo der eingesetzt wird, nämlich in bessere Bildungsinstitutionen. Und das allein schon über so einen Zusammenhang klar ist, was passieren soll. Und so müsste man das, glaube ich, in verschiedenen Bereichen mal durchdeklinieren. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Naika? So, was muss sich unmittelbar ändern, um bessere Beteiligungssysteme zu schaffen? Naja, ich glaube, da war eben die Frage so gestellt worden, wie schaffen wir eigentlich diesen Widerspruch zwischen, auf der einen Seite müssen Unternehmen versuchen, ökonomisch attraktiv zu denken und auf der anderen Seite wollen wir von ihnen im Zuge der Inklusion zum Beispiel Einstellung von, jetzt haben wir heute über Personen mit Migrationshintergrund gesprochen, von denen wir glauben, wenn wir das quotieren würden, würden wir vielleicht auch die Frage der ökonomischen Effizienz damit schwächen. Und ich glaube, dass das alles immer nur Fristgedanken sind. Wenn wir versuchen, langfristig zu denken und nachhaltig zu denken, sind natürlich solche Momente der Investitionen erstmal als Investition gedacht, die einen vielleicht eine Weile ins Minus tragen. Aber wir denken ja auch über zerbrechende Gesellschaftsstrukturen nach und welche Folgen das für uns haben könnten. Oder Braindrain, was eben schon angesprochen wurde. Also wenn wir diese Menschen hier halten wollen und auch als qualifizierte Fachkräfte ausbilden wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal in eine Vorleistung zu gehen. Insofern ist das wahrscheinlich nur die einzige Form, diesen ökonomischen Gap erstmal in Kauf zu nehmen und darauf zu spekulieren, dass danach daraus sich die Produktivität für unser gesamtes Land erhöhen wird. Okay. So, vielen Dank an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre Beiträge und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch.